So, meine Lieben, willkommen zurück. Wir machen weiter mit Navi SK. In die Rückrunde geht's jetzt. Day Train wird gespielt. Und wenn Navi nicht hier ganz gewaltig aufdreht, dann wird das sicherlich auch hier extrem schwer, denn SK hat nicht gerade ein schwaches Train-Spiel. Eben auf Cowboy Leafs da wirklich nicht so gut, und auch jetzt startet man wieder auf der, was ist wieder, jetzt startet man wieder auf der CT-Seite bei SK und auf der T-Seite bei Navi, und das ist dann hier deutlich die schwächere Seite, und wenn man auch eben schon so hart Probleme hatte, ich bin echt mal gespannt. Also man muss hier ganz klar SK Gaming als Favoriten ansehen, einfach aus der Tagesform raus. Aber mal schauen, vielleicht neue Map, neues Glück, alles wieder auf Anfang zurückgesetzt. Es ist hier ein Move fleißig um den Spot rum. Und er hat den Bombenleger erwischt. Und er kriegt ihn auch Edward nicht wirklich down. Braucht eine ganze Weile. Und normalerweise ist gerade Edward, der hier so offensiv kommt. Und in dem Fall hat Flamey die Position einfach übernommen. Und hier ordentlich gegengesetzt. Guardian mit der Deagle in der Pistol Round. Der zieht jetzt alle Register, wie es aussieht. Sorry. Und Edward zur Stelle. 1:0 für Navi. Zumindest schon mal ein besserer Start. So, es folgt, was folgen muss, die Faustball-Runde. Und Navis Versuch, da möglichst schadenfrei rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Siehst, jawohl, einer gut möglich. Magisk hat sich da irgendwie im Popdog noch versteckt. Aber der Hauptgo findet auf dem B-Spot statt. Und da ist man zumindest weit genug weg von allem. Schöner Frag von Edward, immer wichtig, dass die Scouter keinen Schaden machen. Und was sagt man dazu? Ist Edward etwa gerade wieder eingetroffen? Hat er sich eingespielt in der kurzen Zeit? Weiß es nicht. Halten wir mal so ein bisschen im Auge. Denn Edward, gerade mit dem Aiming, da lief es bei ihm überhaupt nicht in der letzten Map. Das sah alles andere als gut aus. Auch überhaupt nicht so, wie wir es von ihm gewohnt sind. So, 2:0 Navi. Zumindest hat man eine UMP noch erbeutet. So, jetzt kümmern wir uns dann um diese kleinen Games, die hier wieder gespielt werden. Denn diesmal hat sich SK Gaming auf dem falschen Spot aufgestellt. Ja, im Visier gehabt. Funktioniert also auch ganz gut. Jetzt muss man nur noch gucken, dass man nach Möglichkeit alle Spieler durchkriegt. Morty kann sich sogar überlegen, ob er relativ weit defensiv bleibt, denn der hätte hier die Chance, eine Rüstung und Equipment, oder zumindest eine Rüstung und eine CZ dazu, mit rauszunehmen aus der Runde. Und da ließe sich dann in der nächsten Runde ein bisschen Geld sparen. Sie werden es sowieso kaufen. Also $1000, die man spart, die lohnen sich. Da kommt er nicht dazu. Guardian mit der Deagle.
Und ich bin echt mal gespannt, ob Navi hier die letzte Map so ein bisschen hinter sich lassen konnte und einfach wieder frisch aufspielt. Potenzial dazu haben sie, das wissen wir. So, und jetzt geht's in die erste Waffenrunde. Also, Guardian direkt an die Arve, Freeze auf der anderen Seite. Und auf Trench spielt die Arve traditionell immer eine große Rolle. Und ich weiß nicht, ob Freeze das mit einem gut eingespielten Guardian aufnehmen könnte. Denn der hat vorhin auch nicht so wirklich ein Spiel gefunden. Aber das Spiel ist halt auch mehr als nur die AWPs. Und wir sehen es schon, Navi hat sich für den Baseball aufgestellt. Soll jetzt einfach direkt drauf gehen. Sie ist es auch schon wieder fertig mit seinem Faken. Das heißt, er wird da gleich wieder aufschließen und es geht direkt los. Ich bin gespannt. Ein gut platzierter Molotow, der könnte es ihn hier von seiner Position verjagen. Das ist immer so eine Sache. Da oben hat man halt die beste Möglichkeit, hier über die Smoke drüber zu schauen. Aber die Flash tut's auch. Sehe ich auf dem offenen Feld. Das ist ein Todesurteil von ihm. Und der Navigo, der sieht wieder exzellent aus. Warum denn nicht gleich so? Ja, Priester schießt. Das darf er sich hier nicht erlauben. Er ist schon wieder in der Offensive. Aber auch sein Aiming. Ja, das haben wir vorhin schon gesehen. Das ist nicht so gut. Guardian, lass deinen Mate leben. Was ist denn da passiert? Oh je. Dann eben schön durch die Kante durch in den Kopf gedrückt. Ups. Gut, das hat zum Glück keine Auswirkung gehabt, große. Aber ist immer ein bisschen ärgerlich. Geht dann wieder zu dem üblichen Aufbau über. Schön, Modi, das war eine kleine Lücke in der Smoke. Ich weiß nicht, ob er die absichtlich gelassen hat. Guardian ist Mitte raus. Unvorsichtigkeit von Freeze, die mir das Leben kostet. Und da läuft Edward langsam, aber sicher Richtung MTW durch. Und die Runde sieht doch schon wieder nicht gut aus. Aber Edward trifft einfach nicht. Er trifft einfach nicht. Man muss es ganz klar sagen. Die leichtesten Shots sitzen nicht und es haut einfach nicht hin. Und das hat sie die Runde gekostet. Das wäre die Chance gewesen, den Spot aufzureißen. Dann wäre alles in sich zusammengebrochen. Dann hätte Navi hier einfach durchmarschieren können. Und da weiß man nicht, wie man mit sowas umgehen kann. Er hat 5-2 natürlich, aber das waren, ja, in der einen Runde gegen den Force-By. Da hat er gute Headshots gesetzt. Aber das waren keine schweren Schüsse, die er da gerade vergeigt hat. Jetzt muss es Guardian wieder retten. Zwei Frags hat er schon und müsste acen, um die Runde dicht zu machen. Oder das Ganze lange genug hinauszögern, um die Bombe hochgehen zu lassen. Aber letzteres ist eher unwahrscheinlich. SK hat genug Zeit gehabt, darauf zu reagieren. Er weiß natürlich, dass er ins Duell gehen muss. Der erste Schuss sitzt gut. Da kommt die Deagle hinterher. Und ein Headshot zum Abschluss. 1 gegen 1. So, Guardian, der ist schon wieder on fire. Da kommt die Nate. Fliegt vorbei, Modi ist kurz an die Bombe gegangen und kriegt einen schönen Headshot reingesetzt gegen Guardian. Boah. Das war wirklich allerhöchste Eisenbahn, denn der wäre jetzt als nächstes wieder hinter der Wand verschwunden und Modi hat keinen Defuse-Kit gehabt. Also, hat viel Zeit, hat sich ja nicht lassen können. Aber es wäre auch wieder ein bisschen gemein gewesen, wenn Guardian die Runden im Alleingang holt. Ja, damit sind wir beim 4:1. Kostet Navi jetzt nicht so wahnsinnig viel, außer natürlich der Runde im Endeffekt. Aber jetzt haben sie noch die Chance, SK wieder direkt zurück in die Eco zu schicken. Kurz den Flash. Und jetzt ist er hier nicht abgekommen. Da muss man
auch ein bisschen vorsichtiger sein oder ein bisschen genauer den Fixpunkt suchen. Das wirkt eher so, als ob sie da ganz genau wissen, wann die Flash loslassen ist. Wo finde ich denn hier? Meine Güte. Ach egal, ich bin zu blöd gerade. So, Seast war mittlerweile erfolgreich im Kistengang und es geht natürlich trotzdem wieder Richtung B drauf. Und solange das funktionieren kann, solange wird Navi das auch weiterspielen. Der B-Spot hat die besten Chancen gehabt und SK tut sich ziemlich schwer, das zu unterbinden hier. Majisk, erst mit der Pumpgun, dann auf die AK gewechselt. Und Zeus gibt es noch oben drein, Frag Nummer 3 schon. Ja, den hinten in der Ecke, Majisk trifft auch ihn. Halbwegs, jetzt hat er nachgesetzt. Und Guardian hat seine Chance bekommen, nicht getroffen und dementsprechend ist er tot. Verdient. 4:2. Und es sollte noch einmal Geld geben, aber danach wäre es dann alle bei Navi. Der Baseball ist definitiv angreifbar. Also man muss das jetzt auch einfach mal im Kontext sehen, dass Magista beim Retake 3 Leute picken kann und Guardian fast auch noch mitnimmt. Ohne diese Aktion wäre das wahrscheinlich nicht so möglich gewesen, so einen sauberen Retake zu spielen. Also könnte ich mir vorstellen, dass Navi im Endeffekt dann schon nochmal auch den Baseball ins Visier nimmt. Aber wie es aussieht, hat man da andere Pläne. Versucht dann doch eher Richtung A zu gehen. Das Problem ist halt wirklich, dass Navis T-Spiel in vielerlei Hinsicht von Edward abhängt. Gerade hier auf Train. Dieses Mitte raus Richtung MTW, was wir da vorhin gesehen haben, das ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und auch auf dem B-Spot ist er derjenige, der normalerweise vormarschiert und hier vorne versucht, Stress zu machen, den Gegner anzugreifen. Jetzt kommt erstmal dieser obligatorische A-Go mit den Smokes. Wir bleiben aber bei Guardian. Ah, der hat den ersten leicht verpasst und Magis kommt sofort rum. Kann sich dementsprechend auf die linke Seite wieder konzentrieren. Die Schüsse fliegen auf den Zeus Kopf. Er kann die Bombe halbwegs blenden. Magis. Schön weiter Frag. Kann den Spot wieder mehr verteidigen und jetzt wird es extrem schwer, das Ganze noch überhaupt hinzubekommen. Flamey muss da schon Richtung Spot. Er weiß nicht ganz genau, ob der Gegner an der Bombe dran ist. Und so wird Runde Nummer 3 an SK Gaming gehen und es wird auch dann mit dem Geld wieder ein bisschen knapp. Also jetzt gehe ich fast von einer Eco-Runde bei Navi aus. Oder man forst halt eben mit bis zu drei Galils. Alternativ könnte man auch einfach einen Spieler dann den sauren Apfel beißen lassen und einen AK legen. Der kauft dann so gut wie gar nichts und dann hätte man 4 vernünftige Waffen. Ja, Siehst hat... Dann Galil bekommen, also zumindest 2 Galils hat man auch. Im Gegenteil, Guardian hat sogar die AWP gespielt. Also man hofft da, dass er den Unterschied machen kann. Eine Sache, die ich auf Train nicht so ganz verstehe, ist, dass die Züge hier so eine Kante haben, auf der man laufen kann. Auf der anderen Seite allerdings nicht. Und das gleiche gilt auch für andere Züge. Bei manchen Zügen kommt man rauf, bei manchen nicht. Because reasons. Und das ist typisch Navi. Normalerweise setzt man auch gerne mal Guardian darauf an, hier an der kleinen Rampe zu ziehen. Ich bin mal gespannt, wann wir das vielleicht auch noch zu sehen bekommen. Also er soll die Entry-Frags hier definitiv ins Boot holen und dementsprechend wartet man darauf, was Guardian hier erreichen kann. Das sind so kleine Zeichen der Unkonzentriertheit, die immer und immer wieder bei Navi auftauchen. Das heißt, daran erkennt man so ein bisschen, dass da was nicht ganz hundertprozentig sitzt.
Sei es nur die Konzentration. Guardian sofort down. Regis spielt auch hier wieder eine exzellente CT-Seite. Beschäftigt den Gegner. Wusel zwischen den Zügen rum, so lange wie möglich. Assilien aus dem Connector nachgeschoben. Kann sich da Seas schnappen und es bleibt an Flamey. Und der möchte die Runde holen. Der abgebrochene Bombplant ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass er dagegen spielen möchte. Hat er schon mitbekommen, wo der zweite Spieler sitzt? Ich weiß nicht, ob das auf Filmsradar aufgetaucht ist. Aber die Zeit ist abgelaufen. Hat Flamey auch die Uhr selbst so ein bisschen aus dem Auge verloren? Und hat man das Gefühl, dass diese Unkonzentriertheit sich da auch wieder fortsetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch einfach nur darauf gehofft, dass der Gegner sofort rumzieht, wenn er den Bombland anträgt. Dann wäre es ein ziemlich hohes Risiko, was er da eingegangen ist. Und zeitlich ist das eben nicht ausgegangen. So, jetzt gehen wir wieder dazu über, was wir dann auch in der ersten Runde mal wieder gesehen haben. Bego im Zweifelsfall. Und man kann natürlich seine ganze T-Hälfte nicht auf dem Baseboard aufbauen, aber man hat zumindest hier die besten Chancen, das zu erreichen. Pip mit dem Gesicht zur Wand, hat die Flash gut abbekommen. Kommt rechtzeitig wieder zu sich, um sich gegen Pip zu setzen. Na, Edward ist auch schon um seinen Mate rumgelaufen, um seinen Spot. Und er nimmt auch hier wieder eine relativ offensive Position ein, auch wenn er nicht mehr allzu viel AP hat. Oh, da hat er irgendwas gesehen. Edwards Arm rausgeschaut. Freeze. Jetzt muss sich der dänische AWP-Spieler auch so ein bisschen einschießen. Und es bleibt beim 2 gegen 2. Es ist kein Molotow mehr vorhanden. Also Navi kann das nicht, dieses übliche Verzögerungsspiel hier rausholen. Und so langsam muss Eskada mal an die Bombe ran. Mit Schiss ist derjenige ohne Diffuse-Kit. Freeze ist dran. Freeze ist dran. Und er ist durch. 5 zu 4 SK Gaming. Eine einfache Smoke und ein Diffuser und am Ende zieht er einfach die 5 Sekunden durch. Mit Jisk hat er wieder hervorragend gedeckt. 12 zu 4 Stats, eine KD von 3. Plus noch ein Assist obendrauf, also mit Jisk und seine CT-Performance, die können sich wirklich sehen lassen. Die gelegte Bombe macht es möglich, dass Navi hier problemlos gegenkauft. Ich bringe jetzt 3400 durch den 5 Runden in Folge verloren, Loser-Bonus. 3400, habe ich das gesagt? Ich hoffe. Plus 800 für die gelegte Bombe. Sind schon mal 4-2, ein Kill und schon hat man eine volle Waffenrunde. Ich habe Hoffnung auf Guardians Arbe. Hat gerade wohl gegen kleine Rampe geschaut. Da ist ein kleiner Blick drüber. Aber er weiß ganz genau, dass er erst die Fenster aus dem Weg haben muss. Denn sonst kann es sein, dass die einen erheblichen Schaden der AWP schlucken und dann reicht es nicht mehr für den Kill. Und eins ist klar, der zweite Schuss bekommt er in so einer Position definitiv nicht. Schön, dass da niemand weiterkommt. Vielleicht kann man sich ja noch ein bisschen Zeit lassen. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee gewesen wäre, da abzusmoken. Deswegen lieber erstmal in Deckung. Kistengang ist auch nichts zu sehen. Slowake natürlich schlechte Karten. Und jetzt ist ausgerechnet Fries, der ihn gefunden hat. Majiska auf dem Spot hilft auch weiter mit. Und die Dänen, sie haben alles unter Kontrolle. Der Spot scheint sicher zu sein und vor allen Dingen auch immer sicherer zu werden. Also man hat das Gefühl, dass SK mit jeder weiteren Runde immer sauberer die Spots decken kann. Und jetzt kommt der Pause-Call. Vielleicht kann man sich da nochmal absprechen. Navi wird den sicherlich gezogen haben. Wir können es leider nicht sehen, weil das Plugin uns das hier wegnimmt. Ich kann leider keinen Chat sehen. Aber wäre so der richtige Zeitpunkt, um einen Timeout zu ziehen, um sich nochmal ein bisschen zu beraten. Der Baseball ist auf jeden Fall angreifbar. Das hat man gesehen und das wäre für Navi auch der Versuch, da noch weiter ranzugehen, aber man kann halt auch nicht einfach jetzt die restlichen Runden stumpf B spielen und gucken, ob man da vielleicht durchkommt. Wobei andersrum, warum nicht? Warum nicht einfach probieren? Man hat schon 4 Runden. Wenn da jetzt vielleicht noch 1 oder 2 Runden mehr drauf kommen durch einfache B-Goes, warum nicht versuchen?
In wenigen Sekunden soll es hier weitergehen. Allzu viel Zeit hat man da nicht. Und vielleicht könnte man den Kistengang noch angehen. Siehst, hat er das ein oder andere Mal auch Erfolg gehabt in seiner Einzelfunktion. Ich denke, das ist ja nochmal ein Versuch wert. Aber stattdessen hat man sich entschieden, hier diesen normalen Argo nochmal zu spielen. Oder zumindest sauber anzufaken. Ich weiß nicht, sie ist unterwegs Richtung Kistengang. Zumindest für diese Runde scheint es da weiter rauszugehen. Bombplant ist die oberste Devise. Das ist das große Ziel, was sie hier versuchen zu erreichen. Alles andere wäre ein Bonus. Und in dem Moment, wo der Bombplant durchgeht, ist die Runde ein Erfolg. Denn damit hat man genug Geld für die nächsten zwei, vielleicht sogar drei Runden. Und es ist ja noch nicht ganz so am Tisch, dass man hier vielleicht noch Chancen hat, ordentlich Schaden zu machen. Guardian und sein Deagle haben gerade verloren. Und damit 7-4. Aber wie gesagt, durchaus eine erfolgreiche Runde. Auch wenn man sich gewünscht hätte, vielleicht den einen oder anderen Spieler mehr auszuschalten. Und damit lässt sich ja Sovake da wieder mit seiner AWP ein. Kriegt natürlich auch nochmal ein bisschen bessere Pick-Möglichkeit. Aber er hat bisher noch nicht so viel Auswirkungen haben können. Also meistens sind die Roten dadurch entschieden worden, dass dass sein Team die Ghosts ordentlich ausgespielt hat. Vor allem dann Richtung B. Und es ist verständlich, dass man den ersten Versuch hier in den Kistengang setzt. Aber man vielleicht jemanden picken kann. Pimp ist da weggelaufen. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Mordi dann oben auf der Box sitzt. Ich weiß nicht, ob Navi das nicht richtig interpretieren konnte. Einen konnte picken. Das war es eigentlich trotzdem nicht wert. 1 gegen 1 zu tauschen als CT auf Train. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, sondern eher ein Nachteil. Majisk macht daraus wieder einen Vorteil durch seinen schönen Frag Richtung Top Dog. Und jetzt die Frage, ob Navi einen Backup-Plan hat, wenn diese Pick-Phase hier so schief geht. Jawohl, schöner Effekt von Seas. Auch wieder über den Kistengang. Also das ist auf jeden Fall angreifbar. Vielleicht hätte man auch versuchen können, nochmal direkt in den Gau zu spielen. Seas braucht ein bisschen, aber Sprayed Pimp trotzdem weg. Und damit hat er die Runde hier aufgemacht. Ja, und das wäre die Chance gewesen. Das wäre die Chance gewesen, aber Zeus konnte sie nicht nutzen. Und bleibt weiterhin ohne Frag. 0 zu 10. Ach, schade. Die Nate nicht an die richtige Stelle. Majisk hat sich ganz gut positioniert dafür. Kann Informationen an seinen Mate weitergeben. Und jetzt hat er noch einen leichten Pick. 8 zu 4. SK hat auch hier wieder größtenteils alles unter Kontrolle. Aber es ist immer noch Train. Vielleicht könnte da mit einer guten CT-Performance bei Navi noch einiges rausgeholt werden. Die Sache ist halt nur, wenn man wirklich einen Spieler hat, der überhaupt nicht zurechtkommt. Das ist in dem Fall Zeus. Der sicherlich sich sein Gehirn zermartert mit Denken und Denken und Denken. Dann kann man ihm das ein bisschen nachsehen. Da aber 0-10, da sind ein paar Situationen bei gewesen, wo er durchaus wichtige Frags hätte machen können und die saßen halt nicht. Und so steht Navi nach wie vor nur mit 4 Runden da. Wenn man 10-5 rausspielt, ist noch was möglich. Ich würde Richtung B gehen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was mit dem Timeout ist. Kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe auch nicht mehr Informationen als das, was wir hier auf dem Bildschirm gerade sehen. Aber ich sehe jetzt auch niemanden, der vom Server fliegen würde oder Hyping hätte oder sowas. Naja, wissen wir nicht. Müssen wir uns einfach gedulden. Der Peak hat gefragt, ob mich der heutige Auftritt von SK überrascht. Nein, wenn ich ehrlich bin. Auch, dass wir es über den Masters von ihm gesehen haben. Danach überrascht mich das hier überhaupt nicht. Was mich überrascht, ist der Auftritt von Navi. Denn bei Navi sieht man das eigentlich deutlich besser. Gerade bei ihnen hat man das Gefühl gehabt, dass sie in den letzten Wochen, vielen Wochen, paar Wochen, Monate, dieses große Problem rausbekommen haben. Es war früher so, Guardian hat immer gut gespielt. Flamie und Edward haben
Assist und Zeus haben oftmals okay gespielt. Und Flamey und Edward sind mal so rauf und runter gerutscht. Man weiß es nicht so ganz, wie gut sie da im Endeffekt waren und bla bla bla. Und dann hatte man das Gefühl, sie haben das irgendwie in den Griff bekommen. Dann war Edward plötzlich on point. Dann war Flamey plötzlich da auf der T-Seite und hat die wichtigen Frags gemacht. Und dann hat alles so ein bisschen zusammen funktioniert. Und schon war man richtig gut. Das waren allerdings die LAN-Events, wohlgemerkt. Jetzt hier online scheint es wieder zu diesem alten Muster zurückzukehren. Das Guardian funktioniert. Und dass der Rest des Teams hier und da immer wieder rumschwankt. Und so kann man halt das Match nicht gewinnen gegen ein gut aufspielendes SK. So, jetzt geht es natürlich wieder Richtung B, ist klar. Wenn man das ein paar Mal so versucht hat und es einfach nicht anders funktioniert, dann versucht man immer wieder Richtung B zu gehen. Aber die beiden Frags und Pimp, die haben den Spot sofort dicht gemacht. Und die Bombe ist jetzt unten auch noch down. Ohne Vorbereitung, simpler Rush. Da hat man es vielleicht ein bisschen zu sehr mit der Brechstange versucht. Und so jetzt Navis Hoffnung hier doch noch ein paar Runden auszuholen. Geld ist jetzt natürlich wieder etwas knapper. Ich weiß nicht, ob man da nochmal spart. Zeus hat es sofort gekauft. Hat sich dann nicht mal kurz zur Beratung irgendwie hingesetzt. Und ich weiß nicht, man braucht da auch die Granaten. Gerade wenn man den Baseball anspielen möchte, braucht man die Smokes und die ein oder andere Flash, um da überhaupt rauszukommen. Aber es geht eher Richtung A. Wieder das Duo hier, Seas und Flamey, die versuchen im Kistengang jemanden zu picken. Damit haben sie bisher recht gute Erfolgschancen gehabt. Und Guardian, der braucht sein AWP nicht. Junge, war das ein weiter Digi-Frag. Body hat auch wieder Damage gemacht. Aber Flamey jetzt irgendwie überlebt, hat noch einen Headshot reingedrückt bekommen. Aber jetzt geht's ja schon Kistengang raus. Pip ist jetzt erst unterwegs hier, die Attacke von der anderen Seite noch aufzuhalten. Man wartet noch auf diesen einen Fehler und sieht so aus, dass Pimp ihn den Gefallen tut, aber der setzt sauber den Headshot, kommt rechtzeitig um die Ecke und Flamey war nicht in der Position für Dreamfake rumzugehen. Zumindest hat er den Überraschungseffekt noch gehabt, aber es sind nur noch 9 HP auf seiner Health-Anzeige und ich kann mir nicht vorstellen, dass er allzu viele Informationen hat. 10 zu 4, SK Gaming damit zweistellig. Und es sieht auch hier wieder ziemlich gut aus für die Dänen. Einfach schnell Mitte raus. Eine Gelegenheit, die natürlich auch immer wieder da ist. Zeus. Jawohl. Schön. Von Magist geht der Refrag und mit Magist muss man immer rechnen. Da weiß man nicht ganz, wo sich jetzt erstens hin orientieren soll. Es gibt genug Möglichkeiten. Da kommt jemand um die Ecke, den hat er nicht gehört. Flamey Steps sind komplett an ihm vorbeigegangen. Das geht in 2 gegen 2, aber Guardian ist schon gut angeschossen. Das wird so ein bisschen die Schlüsse. Seht ihr, die hat Flamey voll abbekommen, aber Pim kriegt den nicht richtig ins Crosshair rein. Da hätte er vielleicht dann doch rumgehen sollen. Er wusste nicht genau, wie sehr ist der Gegner da geflasht. Hat eine Sekunde zu lange gezögert und dann war es zu spät. Dann muss er sich das Ganze retten. Guardian weiß ganz genau, wo der ist. Die Ansage kam. Und jetzt wissen sie jeweils zum anderen die Position. Sehen versucht seine Position nochmal zu verändern. Und Guardian hat nicht das Gefühl, dass er da schon rüber ist. Wir begrüßen natürlich recht herzlich Zeus im Scoreboard. Ist ein bisschen gemein. Ja, das Problem für Guardian ist jetzt, dass er gar nicht weiß, wo der Gegner ist. Aber je mehr Zeit verstreicht, desto weniger Informationen hat Asillion auch an dieser Stelle. Und er muss davon ausgehen, dass man die Bombe halbwegs einsehen kann. Und Guardian hat sich die richtige Position ausgesucht. Oh, da geht er direkt ran. Oh mein Gott, das zieht er durch. Da ist keine Chance für Guardian. Und Asillion setzt sich einfach drauf. Und defused das Ding. Es läuft dann auch nicht bei Navi. Hat er extra sich die Position ausgesucht, um da die Füße auch sehen zu können. Alles richtig gedacht. Hat aber seine Rechnung ohne die Smoke von Asillion gemacht.
11 zu 4 Halbzeitspielstand. Auch hier wieder eine ziemlich solide CT-Performance von SK Gaming. Haben sich nur am Anfang eigentlich da so ein bisschen überrennen lassen auf dem B-Spot. Als sie diese Lücke geschlossen haben, da war dann Feierabend mit Runden für Navi. So, jetzt haben wir auch die zweite Halbzeit. Beide Teams müssen nochmal ein Ready geben. Also ein kleines bisschen Pause. Tja, wenn Navi da nicht die Piste holt, dann wird es wahrscheinlich schon ziemlich übel werden. Aber nichtsdestotrotz, es ist Train und jetzt kommt die deutlich leichtere Seite wahrscheinlich auf sie zu. Also sind wir gespannt. Ob es da vielleicht noch die Möglichkeit gibt. Diesmal stehen die Chancen schon deutlich besser. Wenn man zumindest die bessere Seite hat und ein paar Runden mehr. Aber trotzdem, vom Verhältnis her, von dem, wie die Teams hier gegeneinander gespielt haben, denke ich, zweifelt keiner daran, dass Navi hier deutlich unterlegen ist heute. So, ich weiß nicht, was die Zeitverzögerung jetzt bedeutet. Müssen wir uns dann einfach noch ein bisschen gedulden. Simpix schreibt, wenn ich sehe, wie Navi die Granaten wirft, dann weiß ich schon Bescheid. Ja, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass es einfach überhaupt nicht läuft, dass man nicht richtig konzentriert ist, nicht in the game ist, wie man so schön sagt, im Fokus. Daran alleine kann man es natürlich nicht festmachen, aber es kommt halt. Man merkt es einfach, individuell scheint das Aiming nicht so richtig zu sitzen. Die Spieler treffen auch zum Teil die falschen Entscheidungen, aber hauptsächlich einfach. Ja, man, es wirkt wie ein kaltes Navi. Batista, ein direktes Lieblingsteam habe ich nicht. Ich würde schon sagen, also wenn ich irgendwo ein Team wirklich mag, ist das eigentlich Navi. Umso mehr enttäuscht bin ich über die Leistung, die wir heute von ihnen sehen. Luminosity ist sehr sympathisch, weil man einfach das Gefühl hat, dass sie mit extrem viel Leidenschaft an die Sache rangehen und auch hart daran arbeiten, besser zu werden und das halt auch Früchte trägt. Also der Spielstil von Luminosity gefällt mir sehr gut. Traditionell war es eigentlich immer Ninjas in Pyjamas. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich ein kleiner Forest-Fanboy bin. Wie gesagt, keine Frage. Wir müssen uns ein bisschen gedulden. Scoreboard kann ich euch leider nicht zeigen, Leute, weil es hier resettet wird in dem Moment, wo man. Oder wo die Halbzeit ist. Und das wird dann hinterher wieder neu reingeladen. Also wir sehen die. Scores dann erst wieder, wenn die neue Halbzeit losgeht.
Man muss Horace Fanboy sein, der Kerl ist einfach super. Ja. Seit wann kommentierst du schon? Jetzt mittlerweile knapp 2 Jahre. Ich habe im April 2014 damit angefangen. Wundert euch nicht, wenn ich die. Ich beschäftige jetzt einfach mich ein bisschen mit euren Fragen. Ich habe aber 30 Sekunden Delay drin, plus den Delay von Twitch, sind wir so bei einer guten Minute, bevor da überhaupt irgendwas zurückkommt. Also wundert euch nicht, wenn die Antwort ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, keine Ahnung. Zeus ist wieder da. Hoffen wir mal, dass da keine weiteren technischen Probleme irgendwie sind und die Jungs da weiterspielen können. Komme aus Berlin, wohne immer noch in Berlin und auch das Studio ist in Berlin, von daher passt das ziemlich gut. So, jetzt können wir offensichtlich weitermachen. Navi SK geht in die zweite Halbzeit und die Pistol Round, die ist mehr oder weniger Pflicht für Navi. Und ich bin gespannt, was mit Priester wird. Der ist schon ziemlich weit raus und bisher hat ihn noch keiner gesehen. Der Spieler an der Insel, der ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, um mit der Glock das Safe wegzubekommen. Zeus wird überrannt, jetzt ist Gießengang raus. Und das könnte ziemlich bitter enden, da müssen jetzt die Headshots fliegen. Amethyst trifft da auch nicht wirklich viel. Serie muss da noch aushelfen. Und ein paar gut platzierte Schüsse hätten hier auf beiden Seiten die Situation ganz deutlich in die eigene Richtung kippen können. Und stattdessen ist das hier vorteilhaft für Navi. Oh, Majisk. Gerade weggeschossen. Fries jetzt im Popdog gefallen. Die Bombe liegt da vorne auf dem offenen Feld. Flemmi kann sie halbwegs einsehen von dort. Die Sache ist, dass Seastad auch schon so angehittet ist, dass er sich nicht unbedingt zeigen kann. Majisk hat allerdings keine Ahnung, wo der zweite Spieler ist. Jetzt wartet man einfach ab, bis der Gegner einem reinläuft. Und schauen wir mal. Das könnte für Seast bitter enden. Er hat sich gerade hier in Richtung ZDBS zurückgeschoben. Er ist eigentlich die ganze Zeit mit dem Crosshair auf der Grundlinie gewesen. Jawohl, Majisk hat nochmal nicht eingesteckt, aber es waren nur ein paar AP, die er da verloren hat. Und jetzt ins 1 gegen 1. Majisk kann natürlich seine Position nochmal verändern, kann einfach den Gegner da etwas in das Licht führen. Flamey hat den Köder geschluckt, überprüft den B-Spot. Jetzt, wo die Bombe liegt, jetzt muss Flamey Gas geben. Er hat nicht allzu viel Zeit. Oh, Diffuse-Kit. Okay, das war wichtig. Mit dem Diffuser lässt sich das ein bisschen schneller und vor allen Dingen auch sauberer anspielen. Er kann sich doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Zeit lassen. Und da oben steht der Majisk. Wartet noch auf seinen Moment. Und er muss jetzt sofort treffen. Er muss sofort treffen, ansonsten kann es sein, dass es zu spät ist. Immer noch 22 HP und Flamey hat ihn gar nicht gehittet. Da stirbt dann auch vom Runterspringen und Majisk holt die Runde im 1 gegen 3 war es am Endeffekt. Ja, und die Strähne, die Pechsträhne von Navi, die scheint sich hier weiter fortzusetzen. Riesenkatastrophe, so eine Pistol Round in so einer wichtigen Situation. Ja, und damit hat sich die Chancen von Navi hier nochmal zurückzukommen wohl deutlich reduziert. Schnell die geschaut von Zeus, hat man nur im Hintergrund klatschen hören. Edwards hier da Richtung Kopfball rein. Brauchen jetzt schon ein mittelschweres Wunder, wenn das noch irgendwie gut gehen soll. Linie frei. Das von Modi war ein bisschen übermütig, dass er gehofft hat, dass keiner ihn anschaut. Und vielleicht kommt er da unten an die Waffe ran. Ich weiß nicht, liegt da überhaupt eine Waffe? Eine MP7 wäre das gewesen, aber die wollte er dann vielleicht doch nicht haben. Edward
Schön. Das war ein Doppel-Headshot. Der erste war durch die Kante, der zweite nochmal nachgesetzt. Und vielleicht kriegt er das noch hin, aber dann muss er jetzt mit Gist natürlich sofort umdiegeln. 13-4. Drei Runden trennen SK Gaming noch davon, auch diese Map hier an sich zu reißen. Die erste Waffenrunde, die wird natürlich dann auch absolut crucial. Wir sehen schon, da sind drei Leute im Kistengang. Also Magist kriegt da gleich richtig zu tun. Er ist schon auf dem Rückweg, aber steht ein bisschen auf dem offenen Feld. Kann zumindest den ersten noch ordentlich wegsprayen, aber dann zurück ist nicht mehr. Wird ordentlich überrannt. Aber das ist genug Information für seine Mates, um einfach den W-Spot anzugreifen. Sie wissen, dass maximal einer. Fries rennt da auch noch vor der T-Mitte rum. Hat also seine Backstabber-Position. Pimp ist wahrscheinlich gleich tot. Jetzt wird er noch verfolgt. Ah, schön gemacht. Zieht sich ein Stück zurück, verändert seinen Winkel, lässt den Gegner auf sich zukommen. Guardian. Ohne große Chancen. 14-4. Ja, alles in allem, Magisk mit einer grandiosen Leistung heute. Auf beiden Maps, auf beiden Seiten. Super gespielt. Und sicherlich auch einer der Hauptgründe, warum Navi hier so schlechte Karten hatte. Oder besser gesagt, einer der Hauptgründe, warum SK so gut gespielt hat. Oh, Flamey ist relativ offensiv. Smoke gewieselt. Und Mordi geht da drauf. Da gibt es hier noch oben drauf. Flamey hat jetzt, glaube ich, ein bisschen die Schnauze voll. Das muss doch endlich mal funktionieren. Zieht sich aus dem Popdog zurück, kann also neu aufbauen und Navi ist wieder komplett auf Anfang. Mit dem Unterschied, dass man zwei Spieler vom Gegner schon ausgeschaltet hat. Absolut ordentlich, jetzt ist da die Bombe unten auch noch gestorben. Nimmt SK das gar nicht mehr so richtig ernst? Fragezeichen. Klar, die Season ist noch relativ frisch, da ist das vielleicht auch gar kein Riesendrama, wenn da hier nochmal ein paar Pünktchen abgibt. Aber ich denke, das hat man sich anders vorgestellt und die harten Gegner kommen da eigentlich noch. Wenn das nicht mal ein guter Start für SK Gaming ist. Zumindest die Runde haben sie sauber und ordentlich ausgespielt. Aber so viele Einzelaktionen, so viele Einzelschwierigkeiten auch die Spieler von Navi haben, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da nicht noch irgendwas schief geht, was sie eine Runde kostet. So eine Frage der Zeit, bis irgendwo jemand nicht richtig trifft. So eine Frage der Zeit, bis der SK-Spieler einfach durchmarschiert und eine Einzelspieler erwischt. Jetzt gerade in die Offensiv. Ein bisschen mutig für die Tatsache, dass der Gegner wahrscheinlich nicht allzu viel Geld hat. Jetzt fällt er. Und das sehen kann die AWP nutzen, um Zeus gleich mitzunehmen. Sie ist schon auch wieder eingenommen, dass da keine Lücke entsteht. Bombe down vom Kistengang. Und es sind noch 1,20. Und dann möchte er einfach die AWP verschwinden lassen. Also, das ist Schadensbegrenzung, wenn er drauf geht, damit der Gegner nicht an die AW kommt. Ziemlich umsichtig gedacht. Edmund sucht noch, aber da wird er nichts finden. Wusste, dass er die Runde nicht holen kann. Und zumindest kann man das dem Gegner etwas teurer machen. Denn wenn die AWP nicht mitgebracht wird, dann muss Guardian natürlich nochmal 6000 Essets da unten ausgeben. Und Ekos wären für Navi absolut tödlich. So, jetzt gibt's Friesversuch, unten über die Mitte zu attackieren. Hat Guardian angeschossen, aber da war so viel Zug zwischen, dass es kaum Schaden gemacht hat. 25 Damage von der AWP. Glück im Unglück.
Jetzt wird erstmal taktiert. Und geschaut, ob man den Gegner vielleicht zu einem kleinen Fehler überreden kann. Sieht aber nichts aus, als ob Navi allzu offensiv spielt. Sie haben einen kurzen Blick in die T-Mitte reingeworfen und dann mit einer Smoke den Gegner noch verzögert, aber viel mehr ist nicht. Bleiben wir da. So, da ist er doch. Etwas übermütig. Ich weiß nicht, ob man da so sehr drauf erpocht sein muss, erpicht sein muss, einen Entry-Fake zu bekommen. Gerade als CD kann man den Gegner doch relativ gut auf sich zukommen lassen, aber vielleicht wollte man einfach die Initiative selbst gewinnen. Zeus, ah, da kriegt er auch den Schuss nicht richtig gesetzt. Dementsprechend ist der A-Spot natürlich in Gefahr. Guardian hinter seiner Spot-Position ist ordentlich abgesmoked, kann also auch nicht wirklich eingreifen. Mit MP geht man also wirklich in den Nahkampf. Anschuss an Magisk, mehr ist auch nicht drin. Und Runde Nummer 15 für SK Gaming kommt wohl deutlich früher, als es alle erhofft hatten. 15-6, 9 Matchpoints für die Dänen. Der letzte Versuch für ein heute ziemlich schwächelndes Natus Winkere. Der erste Blick von Fries ist wieder aus der Mitte, in der Hoffnung, dass er jemand erwischt. Die Flasher ist wunderbar, so macht man das. Zeus hat absolut keine Chance gehabt. Aber das wird für den B-Spieler natürlich dementsprechend schwierig. Denn wenn sie sich entscheiden, den B-Spot anzuspielen, dann steht Zeus da ganz alleine. So langsam kommt Guardian dazu, versucht ihm ein bisschen Hilfestellung zu geben für den Fall, dass er angegriffen wird. Ja, da hat er auch nicht alles machen können. Zeus, schöner zweiter Frag. Kann sich vielleicht noch ein bisschen Zeit verschaffen. Und hier auf der Seite, da wäre er trotzdem angreifbar gewesen. Etwas halbherziger Go von SK Gaming. Ich hätte mal gesagt, da hätte man vielleicht ein bisschen aggressiver ranspielen können. Das Spiel hat am Spot will auch nicht so richtig umfallen. Das ist Flamey da mit seiner AWP. Das hat mir nicht gut gefallen. Also da hat SK sich die Runde so ein bisschen aus der Hand nehmen lassen. Sie hatten diesen Entry-Frag an der kleinen Rampe. Und anstatt man da direkt einen Go draus spielt, muss man nochmal kurz abwarten. Denn die zwei weiteren Spieler, die da über die Toiletten noch nachgekommen sind. Die waren noch nicht in Position. Okay, da muss man halt ein bisschen warten. Aber dann diesen Go so halbherzig auszuspielen und da einfach alles noch zurückkommen lassen. Ich weiß nicht. Ein bisschen mehr Druck wäre wünschenswert gewesen. So, ein bisschen Standard-Bank-Position, da kann man oben bis über den Pop-Dog drüber ziehen. Ist allerdings ein bisschen weit links. Hat sogar was getroffen, wenn ich das richtig sehe. Molly einmal angeschossen. Aber es tut jetzt kaum weh. Darum gibt es immer so kleine Mind-Games auch. Standardmäßig steht man halt ein bisschen weiter links. Würde man also das andere hier anschießen wollen. Wenn man hier ganz links durchschießt, das ist dann für die Leute, die extra safe stehen wollen. So, jetzt geht's nochmal kleine Rampe runter. Zeus mit seiner AWP. Also man hat ihn jetzt auch einfach die AWP spielen lassen. Guardian schiebt rüber, will seine Mates unterstützen. Und es ist Zillion, der hat nochmal die Chance hier gegenzuhalten. Aber ein falscher Schritt von Guardian und schon ist das Ganze wieder da. Oh, hat ihn trotzdem erwischt. Die Flash hat halbwegs gesessen. 30 Sekunden. Zillion hat schon den Hattrick voll. Der müsste hier acen. Die Flash im Popdog verrät ihn natürlich, aber er wollte trotzdem kein Risiko eingehen, falls da jemand offensiv steht. Und der Weg Richtung A-Spot ist relativ frei. Aber das weiß es hier natürlich nicht. Der Plant sollte durchgehen. Zeus war alles andere als leise. Da kommt noch jemand nach. Der WP ohne Zoom. Frag Nummer 4. Und er wird in den Nahkampf gezwungen. Oben auf dem Zug ist er. Rechts, links, rechts, links. Schwierige Situation. Er schießt ihm in den Fuß. Und es reicht nicht ganz. So ein schöner Versuch von der Serien. Schade, schade, schade. Dafür hätte man es ihm fast gegönnt.
Aber das zeigt, wie gefährlich erstens die SK-Spieler sind und wie sehr Navi sich manchmal Runden noch aus der Hand nehmen lässt. Boah. 7 Matchpoints bleiben noch, aber es ist natürlich immer wieder ein Denkzettel. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese eine Runde hier durchgeht. Zeus. Push hier direkt offensiv. Etwas risky vielleicht. Oh, die Nate, das ist gegangen, hat das richtig erkannt, was hier gerade passiert. Nur noch Pip. MP schnappen. Und auch Pim schmeißt die Arme wieder weg. Sie wissen natürlich, dass Navis Spielstil ziemlich teuer ist. Doppel-AWP, die man da rausholt. Umso mehr möchte man dem Gegner die zweite Arme wirklich nicht geben. Und die wird man sich wahrscheinlich nicht ohne weiteres leisten können, es sei denn, Edward kauft sie und verzichtet auf alles. Ja, und jetzt erstmal wieder der Standardaufbau. Und es war halt auch Seize AWP, die so viel Schaden gemacht hat. Also es könnte durchaus sein, dass dieser kleine Move, die AWP wegzuschmeißen, große Auswirkungen hat. Denn die Doppel-AWP, die ist hier der Grundstein so ein bisschen von Navis CT-Deckung. Wird ordentlich Zeit damit verbracht, oben durch das Holz durchzubängen. Man stellt sich langsam für die Smokes auf. Also mittig in den Kreis, wie es aussieht. Ich wollte gerade den Fixpunkt so ein bisschen mehr reinziehen. Mittig in den Kreis. Und zwischen Schornstein und der Kante dort. Fliegt unterm Zug durch. Und lässt natürlich den Spot hier ziemlich gut zusammengesmoked sein. Edward kann oben drüber schauen. Das ist eine ganz miese Position. Das sieht man von der anderen Seite fast überhaupt nichts, aber mit Jizz. Der hüpft ihm einfach aufs Dach und er setzt gleich noch einen zweiten nach. Sauberes AK-Spray. Hat den Spot damit gut aufgerissen. Und Flamey muss jetzt natürlich auch auf Backup warten, bevor er hier den Retake spielen kann. Oh, schön verziehst. Die erste Hürde ist genommen für einen erfolgreichen Retake. Jetzt wird er auch gut eingekesselt. Weiß nicht, wo er hin soll. Mit Jizz hilft aber fleißig auf. Aus und er hat Ansage bekommen, dass Flamey da um die Ecke kommt. Es geht jetzt 1 gegen 1. Mit Jizz verliert sein Duell. Und das schafft Flamey locker. Kann sich sogar die Zeit nehmen, vielleicht nochmal auf die AWP oder sowas umzuspringen. Hat relativ lange gebraucht, um die Bombe zu finden. Reicht aber trotzdem. Also Navi gerade noch so. 15 zu 10, 5 Matchpoints bleiben noch. Noch hat SK hier keine großen Sorgen. Sie haben noch genug Zeit. Und die Gelegenheiten sind immer wieder da. Wollte den Molotov dort ignorieren. Mordi marschiert auch schon rechts. So, wird aber von Edwards sofort abgenommen. Und dieser schnelle Go, der läuft gut in die Wand. Also langsam wird Navi wieder ein bisschen sicherer. Und wie gesagt, die 4 Runden auf der T-Seite, die hören sich nach nicht viel an. Aber die waren nichtsdestotrotz auch auf Train schon ein bisschen mehr wert. Ja, Flamey ist ziemlich offensiv hier vorne. Da wird er
gepickt. Wurde überrannt, aber das ist nur eine MP9, die da flöten geht, das nicht, nicht ganz so weh. Und siehst, kann dann aller Ruhe abstauben. 12 zu 15. Also die eine Echo musste man sich dann doch nochmal ans Bein binden. Und jetzt geht's wieder in die nächste Waffenrunde. Und jetzt sollte Navi eigentlich nicht, SK Gaming eigentlich nicht mehr sparen müssen. Jisk hat 36, 15. Und so hart er es auch versucht, er kriegt die letzte Runde hier nicht rein. Das wäre die Chance gewesen für Fries. Frage ist, was bleibt SK jetzt noch übrig? Ein ordentlich ausgespielter B-Go wäre vielleicht noch eine Idee. Aber sie haben auf dem Outspot so viele gute Gelegenheiten gehabt, dass man das vielleicht noch nicht aufgeben möchte. Also man hat noch das Gefühl, das könnte funktionieren. Und die letzte Runde war ja ein 3 gegen 2, also eine Überzahlsituation. Mit gelegter Bombe. Wenn man solche Situationen noch ein, zwei Mal bekommt, dann sollte es im Endeffekt auch für die Runde und damit für den Sieg hier reichen. Aber allzu viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass SK jetzt auch langsam den Druck zu spüren bekommt. Base wurde angefaked, um vielleicht die Spieler ein bisschen out of position zu bringen. Und Edward hat aber rechtzeitig reagiert und sich einfach hier oben drauf gehockt. Und er hilft seinem Mate da gut aus. Zeus steht auch ziemlich offensiv. Es scheint jetzt gut auszugehen. Vielleicht kann es hier noch die Bombe legen. Damit sollte zumindest die Geldsituation halbwegs geregelt sein. Aber das ist 2 gegen 4 und das wird nicht leicht zu verteidigen. Das Zillion straight nochmal hoch, kriegt den zweiten nicht ganz down. Das hätte deutlich schneller gehen müssen. Und jetzt hängt es alles an Fries. Der wurde auch schon gespottet, kriegt ihn auch. Ein Anschuss hat er gesetzt und Navi, und Guardian nimmt natürlich schon die Piste raus, weil er genau weiß, dass er ihn anschießen kann. 10 HP noch. Fries ist nicht gerade leise, aber das braucht er auch nicht. Er führt Guardian hier an der Nase rum und er versucht in die Offensive zu gehen. Das hat sich nicht ausgezahlt. Ran an die Bombe, es ist zu spät. SK Gaming gewinnt auch Map Nummer 2. Mit 16 zu 12. GG, well played. Wieder sehr schöne Performance von SK. Und ein absolut verdienter Sieg hier auch in der zweiten Map. Also damit haben wir unsere beiden Partien von Navi SK durch.